Irgendwas ist ja immer. Zuerst wussten wir gar nicht, was los war. Plötzlich zog sie vorbei. Mit ihrer knallroten Lackleder-Oma-Handtasche. Stand mächtig unter Dampf. Und dann? Dann legte sie los. Gehört das so? Gehört das so? Gehört das so? Wir fragten uns, was macht die da? Schulterzucken. Bis die eine, die zu uns gehört, sich traute. Was ist eigentlich los mit dir? Elvis ist tot! Ja, ja, der Arme. Und er konnte so schön singen. Und so schick mit den Hüften wackeln. Tutti frutti. Wuff. Nicht der Elvis. Sie öffnete ihre knallrote Lackleder-Oma-Handtasche, hielt sie uns unter die Nasen. Mein Elvis. Und fing an zu weinen. In der Tasche lag ein kleiner gelber Vogel und war tot. Wie traurig. Ach so, deshalb. Schade, schade. Der Arme. Wuff. Eine Erdbestattung, schlug einer von uns vor. Haben wir gemacht. Mit allem drum und dran. Prozession. Mit Kerze. Kranz mit Schärpe. Blumen. Weihrauch. Beerdigung. Und dann setzten wir uns noch ein bisschen zusammen. Trauerfeier mit Bienenstich und Kakao. Hörten, wie Elvis so war. Weinten ein bisschen. Nahmen uns in die Arme. Malten uns aus, wie es wohl wird, wenn der eine Elvis den anderen Elvis trifft. Und da mussten wir lachen. Obwohl wir so traurig waren. Schön war's.